wenn wir schon Antidepressiva nehmen oder es demnächst in Erwägung ziehen, Antidepressiva zu nehmen, dann sollten wir unbedingt die Interaktion des Zytochroms P450 kennen. Was genau das ist und wie deine Ernährung eventuell die Wirkung der Antidepressiva positiv oder negativ beeinflussen kann, das erfährst du hier, damit du Psychopharmaka so nehmen kannst, ohne dir zu schaden. Antidepressiva sind heutzutage eines der meistverschriebensten Medikamente überhaupt. Gleichzeitig sind sie auch eines der umstrittensten Medikamente. Viele Konsumenten fühlen sich sehr ängstlich, wenn sie diese Medikamente nehmen, weil sie befürchten, da ändert sich irgendetwas in meinem Gehirn und ich mag es nicht so gerne, wenn dort oben in meinem Gehirn praktisch rumgepfuscht wird. Also ich sag's jetzt mal auf Laiensprache, weil ich bin immer sehr nah an den Menschen als Coach und ich höre das sehr, sehr oft. Und in der Tat sind diese Sorgen manchmal auch nicht unberechtigt. Manchmal sind sie auch übertrieben, wenn man zum Beispiel die Sorge hört, Antidepressiva verändern den Charakter. Das tun sie Gott sei Dank nicht. Es gibt keine Studie, habe ich auch nie gehört, dass Antidepressiva den Charakter verändern. Eher ist es eigentlich so, dass sie eher dazu führen, durch diese gedämmte Gefühlslage, die man hat, dass man wieder zur Ruhe kommt und dass dann viele von den Angehörigen sagen, Mensch, ich freue mich, er oder sie ist eigentlich mehr wieder so wie früher. Aber es gibt natürlich auch andere Dinge, die nicht unbedenklich sind. Da wären zum Beispiel diese bestimmten Absetzsymptome, die ganz, ganz, ganz viele Menschen bemängeln, die Antidepressiva genommen haben und immer wieder versuchen auszuschleichen und dann müssen sie immer und immer wieder zurückgreifen, weil so meistens komischerweise nach diesen berühmten 5 bis 6 Monate die Symptome der Depression oder der Angststörung oder beides zugleich mit Zwangsgedanken wieder zurückkommt. Jetzt wird von vielen Menschen immer wieder die Frage gestellt, warum wirken bei ihm Antidepressiva und bei ihr nicht oder umgekehrt. Und ganz einig ist man sich da nicht. Aber man weiß, dass bei manchen Menschen, wenn man zum Beispiel ein SSRI gibt und ihnen den Blutplasma misst, dass das Medikament nicht ausreichend in der Linie vorhanden ist im Blut. Das bedeutet, bei manchen, die die gleiche Gabe von dem gleichen Medikament bekommen, zum Beispiel 20 Milligramm Escitalopram, bekommt Person A so einen Spiegel beim gleichen Zeitraum und Person B einen anderen Spiegel in den gleichen Zeitraum. Und da kommt jetzt dieses Zytochrom P450 in Frage. Was ist das Zytochrom P450? Das Zytochrom P450 besteht aus Hämproteinen. Das bedeutet, diese Hämproteine, 57 an der Zahl beim Menschen, sorgen dafür, dass alles, was wir unter anderem exogen einnehmen, in der Leber verstoffwechselt wird, sprich metabolisiert wird. Und da ist jetzt eine Frage der Gene. Die Gene sind bei jedem Menschen unterschiedlich. Der eine hat mehr solche Gene, der andere hat solche Gene. Das wissen wir von allen Dingen in unserem Körper. Der andere hat solche Muskelstränge, der eine wird so groß, der andere wird so breit, der andere hat mehr Bartwuchs, der andere hat dies, etc., etc. Das sind die Gene. Und die sind bei jedem Menschen unterschiedlich. Jetzt gibt es aber noch eine zweite Sache und die ist nämlich unsere Ernährung. Man weiß heute, und ich möchte gerne von dir wissen, ob es dein Arzt dir auch gesagt hat oder dein Psychiater, dass die Ernährung Einfluss auf diese Zytochrome P450 aus dieser Familie hat. Das heißt, wenn wir bestimmte Lebensmittel zu uns nehmen, beeinflusst das ist das Zytochromsystem dieser Hämproteine und dadurch natürlich auch die Aufnahme der sogenannten Antidepressiva, die wir gerade nehmen. Es gibt sehr, sehr viele Medikamente, die da über das Zytochrom P450 metabolisiert werden. Die meisten Psychopharmaka auch. Welche das sind, dazu kommen wir gleich. Aber vorher möchtest du bestimmt wissen, welche Nahrungsmittel es überhaupt sind, die dieses Zytochrom P450 positiv oder negativ oder in irgendeiner Weise beeinflussen. Nun ja, es ist so, als erstes ist es so, dass jeder Mensch ein ganz individuelles Zytochrom P450-System hat. Man kann sich das so ungefähr so vorstellen wie der Fingerabdruck. Ja, der ist ja auch bei jedem einzigartig. Es ist aber so, dass diese Liste der Lebensmittel, die ich dir jetzt ja gleich vorlese, auf jeden Fall ein Interaktionspotenzial zu den Zytochrom P450 haben. Das heißt, diese Lebensmittel
Entweder hemmen Sie das Zytochrom P450 und wenn Sie es hemmen, dann würde es passieren, dass der Anstieg des Medikaments im Blutserum extrem ansteigt. Das dann zu bestimmten Nebenwirkungen, vielleicht auch, wenn es unter einem SSRI oder auch ein SNRI ist, zum Beispiel zu einem Serotonin-Syndrom führen kann. Und es kann aber auch sein, dass du irgendein Lebensmittel isst und es vielleicht durch dieses Lebensmittel, das Zytochrom P450, sehr stark angeregt wird. Wenn das dazu führt, dann passiert natürlich Folgendes. Das Medikament kommt entweder sehr schlecht oder gar nicht an. Aber ich sag mal so, je nachdem, ja, der eine oder der andere wünscht sich gerne eine antidepressive Wirkung, der andere wünscht sich gerne eine anxiolytische, angstlösende Wirkung und dann kommt es nicht an. Aber man gut, lieber noch das, bevor es vielleicht zu viel im Blut ist und dann es zu einem Serotonin-Syndrom kommt. Aber nun, lange Rede, kurzer Sinn. Kommen wir mal zu der Liste. Die Liste ist folgendes. Es ist also sehr bekannt, es kennen wahrscheinlich sehr viele schon, dass der Grapefruit-Saft, also auch Grapefruit, es muss kein Saft sein, auf jeden Fall ein sehr großes Interaktionspotenzial hat zu den Zytochrom P450 Aminosäuren. Dann haben wir den Granatapfel. Wir haben Bitterorange, schwarzer Pfeffer, das ist auch bekannt, Cranberry-Saft, Traubensaft, schwarzer Tee, Bier, Brokkoli, Kava, Wein und Olivenöl. Also das sind alles Lebensmittel, die das tatsächlich entweder, wie gesagt, hemmen oder stark anregen. Wenn du auf Nummer sicher gehen willst, dann machst du dir, schaust du, wenn du möchtest, dieses Video einfach öfter sein oder machst dir eine Liste oder schreibst es dir auf und dann kannst du dir sagen, wenn du, ich will mir 100%ig sicher sein, dass da nichts miteinander interagiert, dann vermeide ich am besten komplett diese Lebensmittel, wenn ich gleichzeitig Antidepressiva oder irgendeine Art von Psychopharmaka momentan einnehme. Dann habe ich dir natürlich gesagt, dass ich dir noch eine Liste geben würde von denen Medikamenten, die das größte Interaktionspotenzial für Wechselwirkungen hat, für diese bestimmten Lebensmittel, die ich dir gerade gesagt habe, aber auch für andere Arzneimittel. Und da blende ich dir einmal hier kurz mal ein, scheint es so, dass das Medikament Paroxetin da wirklich den größten Einfluss hat. Also tatsächlich so, dass es bei diesem Medikament zu den meisten Wechselwirkungen mit anderen Medikamenten oder natürlich mit diesen Lebensmitteln, die ich dir gerade aufgezählt habe. Also das ist wichtig zu wissen. Am wenigsten Interaktionspotenzial war da tatsächlich beim Venlafaxin zu beobachten und beim Flufoxamin. Es gibt ein Medikament, Antidepressivum, das im Jahre 2016 bereits in Deutschland auf den Markt gekommen ist, das scheinbar da überhaupt gar keinen Interaktionspotenzial zu haben, zu den Zytochrom P450, und das ist das sogenannte Milnazepram. Ich habe damals das Escitalopram genommen und wenn du wissen möchtest, wie es bei mir gewirkt hat, verlinke ich das dir einmal auf der Endcard und ich bedanke mich fürs Zusehen. Dein Juan, Namaste.